Unser Ziel mit als Schüler von Ein Kurs in Wundern ist der innere Frieden, letztlich das Wiedererkennen unseres wahren Selbst, unseres wahren Selbst in Gott, unseres Einsseins mit allem, was ist, unseres Erkennens als Liebe, als vollkommene Liebe, in der Angst einfach nicht mehr existiert. Es gibt ja nur Liebe oder Angst. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist das Ziel des Kurses die Schau Christi, mit den Worten Jesus ausgedrückt. So wird es im Kurs genannt, die Schau Christi. Und die Schau Christi ist die Schau der vollkommenen Unschuld. Das heißt, ich schaue um mich herum und schaue auf eine Welt, der ich vollkommen vergeben habe. Eine Welt, ich schaue gütig, wohlwollend. Ich schaue liebevoll auf die Welt. Ich schaue mit dem Heiligen Geist auf die Welt und natürlich auf mich selbst. Und ich nehme dann eine Welt wahr, die durch und durch liebevoll ist. Das heißt, etwas völlig anderes wie das, was ich mit meiner derzeitigen Wahrnehmung wahrnehme, wenn ich Nachrichten höre, wenn ich durch die Gegend laufe und so weiter. Das klingt für uns, wenn wir damit anfangen oder auch wenn wir einfach mit dem Kurs unterwegs sind, immer mal wieder oder es klingt einfach wie sehr hoch und sehr weit weg. Und es ist ja ein Prozess, den wir mit Jesus gehen. Wir unternehmen einen Prozess, den Prozess der wahren Vergebung, indem wir auf alles lernen, vergeben zu schauen. Jetzt ist es so, und es ist wirklich auch meine eigene Erfahrung, ja, wenn ich mich im Mangel befinde, also wenn ich mit dem Ego auf die Welt oder auf mich selber schaue, dann bin ich im Mangel, dann schaue ich auf die Welt aus einem Gefühl des Mangels, der Bedürftigkeit. Ich brauche etwas, ja. Wenn ich mich im Mangel befinde, ist es unmöglich, ohne Angst und ohne Hass, Neid, all diese Dinge, die aus der Dunkelheit kommen, die zu dem Ego zugehörig sind, auf die Welt zu schauen, auf mich selbst zu schauen. Das gehört einfach dazu. Das heißt, es ist unbedingt notwendig, diesen Mangel zu transzendieren und in ein Gefühl der Fülle zu kommen. Wie komme ich nun in ein Gefühl der Fülle? Ja, mit Fülle ist hier nicht das gemeint, was das Ego mit Fülle meint. Ne? Das ist wirklich wieder eine große Täuschung, wenn ich denke, ich brauche die Fülle des Ego. Die Fülle des Ego bedeutet
ein dickes Bankkonto oder was heißt dick, wenigstens genug, also was dann in den Augen meines Ego genug ist, damit ich alles Mögliche kaufen kann, alles Mögliche machen kann und so weiter. Das ist ja Fülle oder auch die Fülle von Freundschaften, Beziehungen, Partner und so weiter. Das ist ja die Fülle des Ego. So, und um diese Fülle geht es wirklich überhaupt nicht. Diese Fülle, die kommt als ein sanftes Zusatzprodukt der wahren Fülle. Und die wahre Fülle ist erfahrbar, die braucht eigentlich nichts. Wahre Fülle braucht nichts. Wahre Fülle hat alles. Wie ist das möglich? Wie kann ich das erfahren? Oder ja, wahre Fülle ist sich der Gegenwart Gottes bewusst, in sich selbst. Nicht außerhalb von mir, sondern in mir selbst. Gott ist ja in mir. Ich bin ja eins mit ihm. Da ist ja überhaupt gar kein, im Grunde gibt es gar keine Entfernung zwischen mir und Gott. Die Liebe ist ja in mir. Ich bin ja die Liebe. Das ist ja mein wahrer Seinszustand. Die Liebe. Und das ist in einem Bewusstsein von Mangel unmöglich zu erfahren. Also was ist nötig? Was muss ich tun oder was kann ich tun, um in dieses Gefühl, in dieses Gefühl von Fülle, von einer Fülle, die nichts braucht, eine Fülle, die sich nicht auf Äußerlichkeiten beruht, sondern auf etwas Inneres. Was ist nötig, um diese Fülle zu erfahren? Natürlich einerseits erstmal sowieso ganz klar die Vergebung, die wahre Vergebung, wie Jesus sie uns lehrt im Kurs. Was jedoch zusätzlich nötig ist, und das ist meine Erfahrung, ist ein Stopp, mir einen Stopp zu geben, anzuhalten. Wirklich anzuhalten. Und in diesem Anhalten, nach innen schauen. Das heißt, nicht wieder anhalten und mich an den Computer setzen und jede Menge Dinge anhören und sei es auch gute Dinge anhören. Ja klar, das ist auch ist alles gut, aber selbst das ist immer noch ein Hören nach außen. Und dann wundere ich mich, ich höre doch so viele gute Dinge, so ich horche den Lehrern Gottes alle, ich horche zu und aber irgendwie komme ich nicht weiter. Meine Erfahrung, also ich spreche jetzt wirklich aus meiner Erfahrung. Es geht wirklich darum, mal Ruhe zu geben. Ruhe geben. Und der Körper ist ja zum Beispiel ein Mittel, wenn im Körper Schmerzen sind, wenn der Körper irgendwas ist, dann ist das auch ein großer Deuter, also ein großer Hinweis, hey, halt mal an, gib mal Ruhe, schau mal nach innen, irgendwas stimmt da nicht, du schaust zu sehr nach außen, du suchst im Außen immer. Gott ist in mir, er ist in mir. Und dieses Anhalten,
Und dann mich nicht wieder beschäftigen, sondern einfach mal nach innen gehen. Ganz bewusst nach innen gehen und dies mit einer liebevoll annehmenden Haltung. Was bedeutet das? Weil das ist nämlich der Schlüssel. Wenn ich nach innen gehe mit dieser liebevoll annehmenden Haltung, dann höre ich auf. Ich lege meine Waffen nieder. Ich höre auf zu kämpfen. Ich höre auf, Widerstand zu leisten. Widerstand und gegen was? Kampf wofür? Gegen meine eigenen Lebensumstände. Gegen meine Wahrnehmungen dieser Welt. Widerstand wird mich nie weiterbringen. Was hat denn, ich meine, die Welt ist ja voller Widerstand. Wie hat es die Welt letztlich wirklich weitergebracht? Ich habe in meinem Leben viel Widerstand geleistet. Alles hat seinen Platz. Es gibt Zeiten, wo selbst das völlig in Ordnung ist und es auch wirklich in einem gewissen Sinn schon ein Schritt ist. Ja? Aber irgendwann kommt ein Punkt, an dem selbst das niedergelegt werden will. Wenn ich wirklich in diese Schau Christi kommen möchte, in die Unschuld, in die Schau der Unschuld, mit Jesus gemeinsam, in diesen Frieden, den mir nur diese Schau geben kann, dann sollte ich Widerstände aufgeben und stattdessen ins liebevolle Annehmen kommen. Das bedeutet, dass ich die Dinge in mir, die ich wahrnehme, was auch immer das dann ist, das können Schmerzen sein, das können irgendwelche Konflikte sein, das können irgendwelche Mangelzustände sein, ja, egal was das ist, kann eine Krankheit sein, kann ein Verlust sein, irgendetwas, was mich stört, dass ich das in Liebe annehme. Was bedeutet das wiederum, in Liebe annehmen? Weil da steht man ja dann auch davor, Mensch, wie nehme ich das in Liebe an? Es geht wirklich, es hilft wirklich, es ist auch wirklich meine Erfahrung, ja, ich spreche wirklich, ich sage das hier, weil das meine Erfahrung ist, weil mir das unglaublich hilft. Ich sage dazu tatsächlich still in mir, ich nehme das jetzt in Liebe an. Und das bedeutet, dass ich diesem, was ich da dem Objekt oder diesem, beziehungsweise diesem, ja, dem Objekt, was ich da annehme in Liebe, dass ich dem keine Bedeutung auferlege mehr. Ne? Vorher habe ich dem ja mit dem Ego eine Bedeutung gegeben. Ne? Eine Bedeutung, das ist schlecht, das ist nicht gut, das muss weg. Und diese Bedeutung, die lasse ich jetzt los. Ich gebe dem überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich nehme es einfach nur in Liebe an und das ist es, ohne dem Bedeutung zu geben. Ganz gemäß einer unserer Anfangslektionen von Ein Kurs in Wundern, wo wir lernen, dass ich gebe allen Dingen die Bedeutung, die sie für mich hat. Und von sich aus haben die Dinge keine Bedeutung. Meine Wahrnehmung, alles, was nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Es ist wirklich nichts. Weil das Einzige, was Bedeutung hat, ist Gott, ist die Schöpfung, ist die Liebe.
Die einzige Bedeutung, die es gibt, ist die Liebe. Alles andere ist bedeutungslos. Und alles andere, diese ganze Dunkelheit, lebt nur von meiner Aufmerksamkeit und von meinem Glauben daran. Es hat von sich aus kein Leben, weil es nicht von Gott ist. Denn nur was Gott erschaffen hat, hat Leben. Und wir sind die ganze Zeit in dieser oberflächlichen Dimension des Tuns und Machens und Kämpfens und Widerstand und ich will das nicht, da bewegen wir uns und dann vergeben wir, ja, aber irgendwie geht es vielleicht dann doch nicht so weiter, wie wir uns das vorstellen, weil wir nicht wirklich diese Dimension dann loslassen. Ja, jedes Mal, wenn wir vergeben, lassen wir ein Stück los. Aber wenn wir wirklich dieses Anhalten und wirklich nach innen gehen und liebevoll annehmen und aufhören zu kämpfen, aufhören zu tun, ich brauche nichts zu tun, ich brauche nur anderen Geistes zu werden. Ja, ich nehme mir diesen Raum. Und das bringt Klarheit, das befreit dich, es bringt dir Raum. Du findest dich plötzlich in einem inneren Frieden wieder, in einem Raum, ein Raum, da ist einfach Raum. In diesem Raum kannst du sein. Und in diesem Raum verwandeln sich die Schmerzen, verwandeln sich die Dinge von innen heraus. Nicht, weil du irgendetwas tust, weil du irgendwo hingehst, sondern von innen heraus. Dazu möchte ich dich einladen und ich freue mich, wenn du mir deine Rückmeldungen gibst bei deinen Erfahrungen damit. Du findest in der Infobox, wie du mich erreichst. Ich freue mich drüber. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit dieser. Ich wünsche dir viel Freude damit, mit dem Innehalten und wirklich nach innen gehen, liebevoll annehmen und schauen, was das mit dir macht. Denn indem du liebevoll annimmst, ohne dem Ganzen weiterhin eine Bedeutung zu geben, das ist Vergebung, das ist wahre Vergebung, praktizierte wahre Vergebung. Danke.